Neulich habe ich ein Buch gelesen und ich dachte mir, genau das kann ich jetzt sehr gut gebrauchen. Denn es sagte mir, ein Weg in die Freiheit ist der nach draußen. Doch häufig befinde ich mich hier drin. Ich sehe, wie meine Gefühle an den Wänden laut singen. Sie spiegeln mir wieder, dass ich in ihnen gefangen bin. Ich komme hier nicht so einfach raus. Vertraue darauf, dass sie mich nach draußen bringen. Doch zu oft laufe ich gegen diese Wand, die mich dazu zwingt, hier zu bleiben. Und je länger ich hier bin, desto mehr fange ich an, mich um mich selbst zu kreisen. Manche sagen, ich soll mich einfach noch mehr lieben, doch je mehr ich das versuche, bin ich vom Rest der Welt geschieden. Unsicherheit wächst und mit ihr mein Versteck. Meine Selbstbezogenheit pflanzt sich fort und ich sehe verschwommen, während meine Seele langsam verdorrt. Doch dann lese ich von einem Ort, der mir Neues verspricht, raus aus den vier Wänden ins heilsame Licht. Vor Begeisterung vergesse ich mich, die Schönheit verdeckt, was ich sonst so Schweres mit mir herumtrage, und ich wage einfach loszulassen, ohne mich zu hinterfragen. Es gibt von Selbstfürsorge auch ein zu viel. Eine gesunde Selbstvergessenheit hingegen bringt mich ans Ziel. Es ist eine befreiende Kraft. Die Freiheit klammert nicht, sie liebt Gemeinschaft und hat keine Angst zu sein. Was, wenn dieses Buch das Potenzial hat, auch dich zu befreien?